Wenn du wissen willst, was aus der alten Maischosser Weinbergsirene geworden ist, dann bleib dran bis nach dem Intro. Hallo liebe Technik- und Sirenenfreunde und herzlich willkommen zurück hier in der Sirenenwerkstatt. In diesem Video möchte ich über die Weinbergsirene von Maischoss sprechen. Warum genau? Vor fast genau 2 Jahren, auf den Tag genau, am 18. Juni 2022, haben Mitglieder der Feuerwehr Maischoss zusammen mit Mitgliedern der IG Wasi und der Sirenen-Community die Sirene abgebaut. Und seitdem befindet sich die Sirene bei mir hier in der Sirenenwerkstatt. Nicht dazu, dass sie mir gehört oder in meine private Sammlung kommen soll, sondern wir waren nach der Flutkatastrophe auf die Feuerwehr Maischoss zugegangen und haben sie gebeten, dass wir die Sirene doch bitte restaurieren möchten, weil wir die historische Sirene gerne erhalten wollen. Und dafür stehen wir auch ein von der IG Wasi. Deswegen haben wir das gemacht. Nun ist jetzt die letzten 2 Jahre leider nicht so viel passiert, das tut mir auch leid. Ich habe meine Gründe dafür, das möchte ich nicht weiter erörtern, weil das ins Private reingeht. Fakt ist, ich bin auf jeden Fall allen da draußen, die Bescheid wussten und allen da draußen, die sich überhaupt wundern, wo die Sirene abgeblieben ist, Rechenschaft schuldig und das möchte ich auch hiermit tun. Heb mal hier, heb die mal hier fest, hier festhalten. Wird das Spaß, die wieder aufzubauen. Ja, für die Arbeit halt. Sie ist auch irgendwie dran, Hammer. Hier müssen wir hin. Auf Max. Die Scheiße, Hunter!
Ein Souvenir hat sie noch mitgenommen. Gut, die Dächer müssen wir noch runter, ne? Ja, die Dächer, können wir einen Schluck, Schluck drum machen. Runter. Genau den brauche ich jetzt, warte mal. Ha? Den brauche ich jetzt. Gott, in der Sonne. Ich bleib so lange. Ich bleib so lange als Platzhalter hier. Okay. Da geh doch mal runter. Warte, 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 ich will da noch mitkriegen, hier sonst. Keine Sorge. Dann können die Bolzen schon mal nochmal nehmen. Ja, hast du neue Anstände. Einmal als Halterung da durch und dann hinten. Ich wüsste mal gerne, wo die gehen. Genau. Ja, mies. Obwohl, eigentlich hätte ich gerne noch mehr mitgeschraubt. Aber ich, ja, ich hätte nicht gedacht, dass er die oberen Schrauben losgeht. Das ist ja auch nicht gut. Monierzange geht alles. Ja, ja. Ja, den Schlitz habe ich erst gar nicht wieder aufgemacht. Das ist so. Wahrscheinlich war ich auch. Da waren welche nicht eingesprüht, aber es ging auch. Wir wissen, die Sirene ist etwa um die 80 bis 85 Jahre alt. Wie alt diese genau ist, das wissen wir leider nicht, weil auf den Typenschildern der Sirene ist kein Baujahr verzeichnet. Allerdings die Seriennummern sind zu sehen, die werde ich jetzt auch einmal einblenden. Vielleicht hat da jemand draußen Sirenen, die mit einem Baujahr versehen sind, die nahe diesen Seriennummern von Elektror sind. Und kann eventuell uns aushelfen, damit wir rauskriegen, wann die Sirene denn genau gebaut wurde, weil wir wissen das nicht. Ich schätze das Ganze in einem Bereich von 1937 bis 1942, eher Richtung 1940, aber genau wissen wir das nicht. Was ist bisher passiert? Nach dem Abbau der Sirenen ist uns schon aufgefallen, dass der Stator der Hochtoneinheit ziemlich starke Schäden hat. Darauf komme ich aber gleich zu sprechen. Nach dem Abbau, als die Sirenen dann bei mir im Keller waren hier, habe ich erste Messungen angestellt und dabei haben wir schon festgestellt, dass sowohl die Hochtoneinheit als auch die Tieftoneinheit beide lauffähig sind. Die Motoren haben sehr gute Werte für ihr Alter, muss man wirklich sagen. Die haben damals die Motoren sehr gut gebaut, sehr gut gewickelt, obwohl der Tieftonmotor sehr wahrscheinlich seit den 1940er Jahren nicht mehr gelaufen ist, dreht die Sirene frei und der Motor ist in Ordnung. Das heißt, die Tieftoneinheit ist lauffähig. Das ist schon mal eine riesen, wirklich gute Nachricht. Was dann allerdings nicht so gut ist, und da müssen wir drüber sprechen, ist eben der besagte Stator von der Hochtoneinheit. Warum genau? Das blende ich euch jetzt ein.
Wie ihr seht, viele, viele Risse. Warum das genau passiert ist, kann ich nur vermuten. Der Starter selber besteht aus einer Aluminiumlegierung und die Zwischenstütze, die oben drauf kommt und dann zwischen Hochton- und Tieftoneinheit sitzt, die ist aus Grauguss, genauso wie alle anderen Teile der Sirene. Und ich vermute einfach, dass irgendwann in den 80 Jahren, wo die Sirene da oben gestanden hat, wahrscheinlich sogar saurer Regen einmal zwischen Stator und Zwischenstütze gekommen ist und da eine Kontaktkorrosion ausgelöst hat. Das sieht man auch, wenn man sich die Zwischenstütze ansieht, dass da überall diese weißen Aluminiumkorrosionsreste drauf sind. Problem mit Korrosion ist, der kann sich so stark aufbauen, dass der Material wegdrücken kann, und das hat er auch getan. Wenn man sich die Bilder von dem Stator einmal anschaut, dann sieht man ganz genau, dass an vielen Stellen der Stator einfach nach unten gedrückt wurde und das Material an vielen Stellen gerissen wurde. Das ist dahingehend problematisch, dass der Stator sowohl die Zwischenstütze als auch die Tieftonsirene und die drei Dächer tragen muss. Das heißt, da kommt noch Windlast hinzu bei Sturm, da kommt im Winter Schneelast mit zu, das wird jetzt nicht so viel sein, aber die Windlast ist das Problematische dabei und eben das hohe Gewicht der Hochtoneinheit. Ich schätze das Gewicht, was der Stator tragen muss, auf etwa 100 Kilo. Und das kann man diesem alten Teil einfach nicht mehr zutrauen. Selbst wenn man es schweißen könnte und würde, würde ich das diesem Teil nicht mehr zutrauen. Das wäre einfach nicht mehr sicher genug. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, der Sirene einen neuen Stator zu geben. Wer meine Videos von diesem Kanal kennt, der wird wahrscheinlich noch von früher meine alte Elektro S5 kennen. Die hatte ich in der Zwischenzeit tatsächlich an jemand anderes verkauft. Der hat mir freundlicherweise die Sirene wieder zur Verfügung gestellt, damit ich tatsächlich den Stator davon auf die Weinberg-Sirene bauen kann. Vielen Dank an dieser Stelle. Die einzigen Unterschiede, die der neue Stator gegenüber dem alten Stator hat, sind einfach, dass der neue Stator weniger Ablauflöcher in der unteren Fläche hat und der neue Stator hat keinen Fettnippel mehr. Falls es Zweifel gibt, ob das Ganze überhaupt passen sollte, ja, das tut es. Nachdem ich den alten Stator von der Sirene runter hatte und den neuen Stator hier hatte, habe ich das Ganze mit einem normalen Kugellager montiert und es passt. Es dreht sich alles, es schleift nichts und das Spaltmaß ist tatsächlich auch das gleiche. Also da, was das angeht, passt alles. Die nächsten Schritte werden dann einfach so aussehen. Ich werde die Im nächsten Verlauf muss ich dann natürlich noch die Tieftoneinheit komplett zerlegen. Das Ganze werde ich dann natürlich auch filmtechnisch festhalten für YouTube. Bei der Hochtoneinheit habe ich das leider versäumt. Dafür kann ich allerdings eine andere L1 Sirene, die ich noch zur Verfügung habe, dann zerlegen und das Ganze in einen Film mit einbauen. Das werde ich dann natürlich nur markieren, damit ihr Bescheid wisst, dass es sich dabei nicht um die Hochtoneinheit der Weinberg-Sirene handelt. Diese L1 hat allerdings noch eine Besonderheit. Das ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen, weil eigentlich wollte ich den Stator dieser L1 nehmen, weil der von dem Baujahr her eher passen würde. Leider ist der Stator und der Rotor von der L1, von dieser alten L1, aber größer. Das hat andere Abmaße und das werde ich euch nochmal einblenden. Wie man hier gut sehen kann, ist der Stator und der Rotor von der alten L1, die ich noch hatte, anders. Zum Abschluss möchte ich nur noch sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, da gibt es immer wieder mal kleine Updates. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal hier in der Sirenenwerkstatt.